Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Wo ist Lucy? Keine Sorge, sie wird bald bei uns sein. Also warum tun Sie das, Doc? Was hoffen Sie damit zu erreichen? Haben Sie in letzter Zeit ferngesehen oder eine Zeitung gelesen? Sowas hat mich nie interessiert. Dann gebe ich Ihnen die Eckpunkte. Die Welt ist ein Dreckloch. Erbärmlich, wirklich. Sie haben es doch selbst gesehen. 1000 Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr. Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch. Genauso dumm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, warum Sie hier sind, was von Ihnen erwartet wird. Nun, wir werden es Ihnen sagen. Und wenn Sie erst wissen, wie Sie Ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Besser wie? Das Ende aller Konflikte, großer und kleiner. Habt ihr Assassinen nicht dafür gekämpft? Frieden in allen Dingen? Ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hineinpasse. Bald, Mr. Miles. Bald werden Sie es verstehen. Oder auch nicht. Es ist mir egal. Solange Sie uns zeigen, wo es ist. Wo was ist? Sorry, ich bin spät dran. Sind wir soweit? Ja, sind wir. Hinlegen, verdammt! Mit Leichen können sie ihre Gegner ablenken. Die Soldaten verlassen. Ihr habt euch bewährt, alter Ihr. Und ich bin voller Zuversicht, dass dies nur der erste von vielen Erfolgen war. Tamir schien euch gut zu kennen. Er deutete an, dass mein Auftrag von Bedeutung sei. Bedeutung erwächst nicht aus einer einzelnen Tat, sondern aus dem Zusammenhang, in dem sie steht. Aus den Folgen, die sie nach sich zieht. Sollte ich noch mehr erfahren? Altair, euer größter Fehler war der, zu viel zu wissen. Wenn ich Wissen zurückhalte, dann nur, damit ihr einen solchen Fehler nicht ein zweites Mal begeht. Verstehe. Ihr versteht nicht. Und so wird es bleiben, bis ihr eure Lektion gelernt habt. Trotzdem habt ihr euch gut geschlagen. Und dafür werde ich euch befördern und einen Teil eurer Ausrüstung zurückgeben. Nun geht. Entweder nach Akkon oder Jerusalem. In beiden Städten sind Männer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Unsere Verbindungsleute können euch mehr darüber berichten.
Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Jetzt endet dein Leben. Das Werk eines Meisters. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Ende dein Leben. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Benutzen Sie die Action-Sicht, um Informationen über Ihre... Ah, Altair. Ein Vögelchen hatte mir euren Besuch angekündigt. Al-Mualem hat die Hinrichtung von Ghani von Nablus angeordnet, also bin ich hier.
Was könnt ihr mir über ihn sagen? Er ist der Großmeister der Hospitaliter. Und sein Quartier befindet sich in ihrem Viertel. Mehr vermag ich nicht zu sagen. Erkundet die Stadt und seht, was ihr erfahren könnt. Sagt mir, wo sie sich versammeln und ich sehe, was ich finden kann. Die städtischen Gärten im Norden wären so gut wie jeder andere Ort, um eure Suche zu beginnen. Im Nordwesten liegt ein verlassener Marktplatz. Und die Kirche der Heiligen Maria von Josaphat ist ein beliebter Versammlungsort. An diesen drei Orten solltet ihr finden, wonach ihr sucht. Ich weiß diese Information zu schätzen, Rafik. Ich werde sie weise nutzen. Ja, tut das. Ein seltsamer Mann. Er kann nicht bei Verstand sein. Was zum Teufel wollt ihr? Was steht ihr hier herum? Geht! Bin fort, Bettler! Warum tut er das? Warum macht er das? Hau ab, Bauer! Was ist euer Begehr? Bewegung! Ich flehe euch an, Herr! Ich bitte euch doch nur, was mag deine Münzen! Bin fort, Bettler! Gib mir doch ein Hau bisschen ab, Geld Bauer. Und ein paar Münzen! Ich hau mir das! Jetzt kommen wir her! Was hast du da? Plunder. Der Mann besaß nichts von Wert. Nur eine verdammte Röhre. Alles, was ich fand, war ein Pergament mit unsinnigen Kritzeleien. Das ist nicht unsinnig, das sind Lettern und Worte. Warum steckt ein Mann Lettern und Worte in eine Röhre? Verschwendung, wenn du mich fragst. Muss wichtig sein. Gib her und ich sehe es mir an. So wie letztes Mal? Ich lass mich nicht von dir bestehlen. Bist du gerissen. Viel Vergnügen damit. Ihr geht jetzt besser, wenn euch euer Leben lieb ist.
aber... Mein Gott! Ist das... Oh nein. Ja, kommt nur. Lasst mich euch alle meine Waffen. Seltsam. Warum macht ihr? Und ich dachte, ihr beschwert. Ihr sagt, er wendet euren Leiden den Rücken zu. Aber das ist ungerecht. Unwahr. Er ist trotz seiner Gabe nur ein Mensch und kann nicht alle retten. Das hätte dir nicht tun sollen. Warum kämpfen sie? Haben diese Tiere nichts Besseres zu tun, als sich die Schädel einzuschlagen? Gnade! Gnade! Tötet mich nicht! Ich tue, was ihr verlangt! Ihr dient Garnier? Er befahl mir, diese Dinge zu sagen, damit das Volk nicht rebelliert. Um ihnen Hoffnung zu geben und sie geduldig warten zu lassen. Sagt mir alles, was ihr über den Mann wisst. Ja, natürlich. Ich weiß, was hier vor sich geht. Was er wirklich tut. Fahrt fort. Sie sind gesund und unverwundet, wenn sie eintreten. Aber wenn er Hand anlegt, dann nimmt das Leid seinen Lauf. Also ist er kein Heiler. Nur ein kranker, grausamer Mann. Ich weiß nicht, was er tut, um sie vor Qualen schreien zu lassen. Aber es muss aufhören, bevor noch mehr leiden müssen. Werdet ihr ihn aufhalten? Deshalb seid ihr noch am Leben. Er ist vorsichtig. Ihr müsst die rechte Zeit abpassen. Geht zu ihm, wenn er seine Patienten behandelt. Dann vergisst er die Welt um sich herum, geht voll und ganz in der Arbeit auf. Ja, dann müsst ihr zuschlagen. Ich danke euch für die Information. Dann lasst ihr mich gehen? Ich wünschte, ich könnte. Nun, ich höre die Glieder! Bring euch zur Strecke! Will er etwa gegen uns kämpfen? Kann mir jemand sagen, warum er das tut? Altair! Er ist mir auf den Fersen. Er sah mich. Er wird mich töten. Und meine Frau und Kinder. So ein Dilemma. Seid ihr hier, um mein Leid zu beenden? Nein, Al-Mualim ist barmherziger, als ich dachte. Könntet ihr mir dann helfen?
Ein Ritter der Hospitaliter verfolgt mich. Wenn ihr ihn eliminieren könntet. Ich bin hier in Akkon, seit die Kreuzritter die Belagerung begannen. Ich kann euch wertvolle Informationen geben. Vergesst es. Ich habe Besseres zu tun, als nach Gesindel zu suchen. Was ist euer Begehr? Wo geht er hin? Wohl einen Grund für seine Taten. Komisch. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Gib mir doch ein bisschen Geld. Ein paar Münzen. Hier wirst du sterben. Ja. Da ist schon wieder ein Kampf. Das ist nicht gut. Wer hat das getan? Sagt es mir! Was ist hier geschehen? So eine Schande. Wer hat diese Person umgebracht? Was ist das? Das ist ein böses Omen. Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Ich brauche Essen. Ich habe Hunger. Nur ein paar Münzen. Ich flehe euch an. Es ist getan. Er ist tot. Oh, ich bin so dankbar. Hier ist alles, was ich über Garnier von Nablus, den Großmeister der Hospitaliter, weiß. Garnier erlaubt seinen Patienten, die Flure der Festung zu begehen. Keiner außer Gelehrten darf seinen Arbeitsplatz betreten und die Dächer sind mit Bogenschützen bemannt. Sicher werden diese Informationen nützlich sein, um Garnier in die Hölle zu schicken.
Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur um ein paar kleine Münzen. Habt ihr von Alain gehört? Der Schütze, der den Ostflügel bewacht? Der Bruder dieses armen Tropfes hat einen Pfeil in die Kehle bekommen. Wird kaum die Nacht überleben. Wie kann er weiter Wache schieben, wenn sein Bruder sterben wird? Er besucht ihn oft und ich übernehme seine Wache, wenn ich kann. Im Moment aber nicht. Nein. Ich muss mich auch um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Dann sollte er beten, dass der Doktor nicht von seiner Abwesenheit erfährt. Wird er nicht. Solange du schweigst. Keine Angst. Euer Geheimnis ist sicher bei mir. Wohl so zu rennen. Was ist in die Gefahr? Sei vorsichtiger, bitte. Ist das nicht Altair? Erinnert ihr euch? Ich lernte mein Handwerk zur gleichen Zeit wie ihr. Keine Erinnerung, was? Aber egal. Al-Mualim hat mir einen Auftrag gegeben, der eine große Ehre für mich ist. Ich muss euch testen. Welche Freude! Ich habe Flaggen in diesem Gebiet versteckt. Findet sie und bringt sie zu mir. Seid schnell. Schade, dass der Alte mir befahl, euch zu helfen, falls ihr erfolgreich seid. Aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Verstand. Finde, habt ihr ein wenig Geld? Ah, er wird jemanden verletzen, ich weiß. Denkt sich dieser Mann nur. Weg mit dem Abschau! Auf einen Grund. Zurück? Ich bin beeindruckt. Ich werde meine Meinung über euch nicht ändern. Aber da Al-Mualim befiehlt, sage ich euch, was ich über euer nächstes Ziel weiß. Garnier versteckt sich in der Festung der Hospitaliter. In diese Festung einzudringen erfordert Gerissenheit. Das ist alles, was ich habe. Aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Er wird sich noch verletzen. Was tut dieser Mann denn?
Was für ein Narr! Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Er wird sich noch verletzen. Und wenn das passiert, werde ich nicht helfen. Gut, dass ihr gekommen seid. Ich brauche eure Hilfe. Zu viele Bogenschützen, das erschwert mir meine Arbeit. Tötet sie. Sie alle. Und ich kann euch vielleicht bei eurem Kampf gegen diesen verrückten Doktor helfen. Aber vergesst nicht, dass ihr dabei nicht gesehen werden dürft. Sollte man euch entdecken und den Alarm auslösen, so müsst ihr wieder von vorne anfangen. Vergiftete Worte, die nur die Sache von Wirrung säen. Solltet ihr euch versucht fühlen, geht und um die Botschaft unseres Herrn zu verbreiten. Doch sie wendeten sich ab, weigerten sich, ihn als ihren Erlöser zu erkennen. Diese Männer führen das Böse in ihren Herzen. Und so steht Richard und König und Retter gegen unsere Feinde auf und beschützt uns vor ihrer Arglist. Seid stark, seid standhaft, gebt nicht auf. Ohne unsere Hilfe können Richard und seine Mannen das heilige Land nicht befreien. Wir müssen alles tun, um sie zu unterstützen. Bestellt betet für jene, die ihr Leben für unseren Gott geopfert haben. Jeder muss das Seinige tun. Die Sarazenen werden von uns ausgemerzt. Wir warfen sie aus Akon und vertrieben sie aus den umliegenden Landen. Nun ziehen sie sich in den Süden zurück und betteln bei Saladin um Schutz. Nur, dass er sie nicht zu schützen vermag. Niemand kann der Macht von König Richards Heerscharen... War das wirklich notwendig? Nicht der Herr, Geld? Vergiftete Worte, die nur die Saat der Verwirrung säen. Solltet ihr euch versucht fühlen, geht und betet. Bittet Gott um seine Führung. Wenn eure Herzen rein sind, das gesehen? Wird er euch erhören. Wir haben uns von Gott abgewendet. Und so straft er uns. Sendet Horden heidnischer Krieger, um sich vor unseren Toren zu sammeln. Gut gemacht, Altair. Jetzt kann ich wieder meiner Arbeit nachgehen. Nehmt dies. Es ist ein Auftrag für Reparaturen in Garniers Hospital. Vielleicht nützt es euch. Legt euch vor ihm nieder und gesteht eure Sünden. Er wird euch vergeben, denn er ist ein gnädiger Gott für jene, um Vergebung nicht näher. Altair, wie läuft eure Suche nach Garnier? Ich weiß jetzt, wann und wo ich zuschlage. Dann teilt euer Wissen mit mir. Er lebt und arbeitet im Hospital seines Ordens, nordwestlich von hier. Es geht das Wort von Gräueltaten, die hinter seinen Mauern verübt werden. Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierher gebracht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital. Obwohl er es manchmal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. Entfernt diesen Schandfleck aus Akon, Altair. Vielleicht reinigt das auch euch. Ruht euch hier aus, bis ihr bereit seid. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten.
Da! Sollte aufhören, sich wie gibt es einen Grund für diesen Unfug? Nun, warum tut er das? Habt ihr das gesehen? Ihr dürft nicht hier sein. Meine Mutter! Bevor wir Gewalt anwenden müssen. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Warum macht ihr das? Nein, bitte geht nicht einfach. Nur ein paar Münzen, bitte. Er wird sich noch verletzen. Und wenn das passiert, werde ich nicht helfen. Zutritt verboten! Hinfort mit euch! Heide! Bewegung. Nein, Hilfe! Helft mir! Helft mir, bitte! Ihr müsst mir helfen! Geh
genug, mein Sohn. Ich bat euch, den Patienten zu holen, nicht ihn zu töten. Na, na, alles wird wieder gut. Nein! Gebt mir euer Amt. Rührt mich nicht an! Nie wieder! Überwindet eure Furcht, sonst kann ich nicht helfen. Mir helfen? So wie ihr den anderen halft? Ihr habt ihnen die Seelen geraubt. Ich hab's gesehen. Aber meine nicht. Nein, meine kriegt ihr nicht. Ah. Reißt euch zusammen. Glaubt ihr, das gefällt mir? Glaubt ihr, ich möchte euch wehtun? Aber ihr lasst mir keine Wahl. Jedes freundliche Wort begleitet von einem Hieb. Alles nur Lug und Trug. Er wird nicht ruhen, bevor sich alle vor ihm beugen. Das hättet ihr besser nicht getan. Bringt ihn in sein Quartier. Ich folge euch, wenn ich hier fertig bin. Ich bleibe nicht hier. Ich werde wieder entfliehen. Nein, wohl kaum. Brecht ihm die Beine, alle beide. Es tut mir so leid, mein Gott. Habt ihr Leute nichts Besseres zu tun? Was steht ihr hier herum? Geht! Und wie fühlt ihr euch? Was habt ihr mir angetan? Ach ja, die Pein. Anfangs schmerzt es. Das leugnet nicht. Das ist ein geringer Preis. Bald werdet ihr mir zustimmen. Ihr seid ein Monster. Ich bekam schon schlimmere Namen. Also geht es heute besser? Was wollt ihr? Nur euch helfen. Nein, ihr wollt mich quälen. So wie immer. Tötet ihn! Bring euch nur Dreck! Euch will ich gehorsam lehren. Das ist nicht gut. Befreit euch von eurer Last. Ich werde jetzt Frieden finden, nicht? Der endlose Schlaf ruft nach mir. Aber bevor ich meine Augen schließe, muss ich wissen, was wird aus meinen Kindern? Ihr meint die Leute, die ihr in grausamen Experimenten quält? Sie werden frei sein und heimkehren können. Heil? Welches Heil? Die Freudenhäuser? Die Gosse? Die Kerker, woraus sie geholt wurden? Ihr habt sie gegen ihren Willen geholt. Ja, was von ihrem Willen noch übrig war. Seid ihr wirklich so naiv? Lasst ihr einem Kind jeden Wunsch, nur weil es weint? Vater, ich möchte mit dem Feuer spielen. Was würdet ihr sagen? Wie du wünschst? Aber dann seid ihr schuld an seinen Verbrennungen. Es sind keine Kinder, sondern ausgewachsene Männer und Frauen. Körperlich vielleicht, aber nicht im Geiste. Und das ist das Leiden, das ich heilen wollte. Ich gestehe, ohne das Artefakt, welches ihr uns gestohlen habt, komme ich nur schwer voran. Aber ich habe Mixturen und Elixiere. Meine Wachen sind der Beweis. Auch sie waren dem Wahn verfallen, bevor ich sie fand und aus den Kerkern ihrer Umnachtung befreite. Und nach meinem Tod werden sie wieder toll. Ihr glaubt wahrlich, ihnen zu helfen? Ich glaube es nicht nur. Ich weiß es sogar.
Wer hat das getan? Verschwendung. Was gibt es, Altair? Garnier ist tot. Dann kehrt mit der Kunde eures Sieges nach Massiaf zurück. Da ist noch etwas. Dann sprecht. Oder muss ich eure Gedanken lesen? Was denkt ihr, was er von diesen Leuten wollte? Warum er mit ihnen experimentierte, so wie er es tat? Ihr sollt handeln, nicht Fragen stellen, Altair.
Ganz gleich, was er tat oder weshalb. Nur sein Tod zählt. Aber Garnier schien zu glauben, diesen Menschen zu helfen. Ist es das, was ihr sagt? Nein, ich sah keinen Ort der Heilung, sondern der Qual. Welchen Sinn hat dann dieses Gespräch? Ich weiß nicht. Vergesst es einfach. Das habe ich bereits. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Wählen Sie im Kampf die verborgene Klinge, um einen am Boden liegen. Bringt Ihr neue Kunde Altair? Garnier von Nablus ist tot. Ausgezeichnet. Wir hätten uns keinen besseren Abschluss wünschen können. Und doch. Was ist? Der Doktor beharrte darauf, dass seine Arbeit gut war. Und rückblickend muss ich zugeben, dass seine vermeintlichen Opfer ihm sehr dankbar waren. Nicht alle, aber genügend, um Bedenken zu wecken. Wie vermochte er, Feinde in Freunde zu verwandeln? Ein guter Führer findet einen Weg, dass andere ihm Folge leisten. Das macht sie zu Führern. Wenn Worte nicht helfen, greifen sie zum Gold. Wenn das nicht hilft, greifen sie auf gemeinere Mittel zurück. Bestechung, Drohungen und solcherlei Kniffe. Es gibt Pflanzen, Altair, Kräuter aus fernen Landen, die einem Mann die Sinne vernebeln. Der Genuss bringt solche Freude, dass mancher sich dadurch versklaven lässt. Dann glaubt ihr, diese Männer standen unter Drogen? Rauschgift? Ja, wenn es wirklich so war, wie ihr sagtet. Kräuter scheint mir eine merkwürdige Art der Kontrolle. Unsere Gegner haben mich desselben beschuldigt. Das Versprechen des Paradieses. Sie glauben, es sei ein Garten, gefüllt mit Frauen und Freuden. Ich würde euch berauschen, so wie Garnier, und euch mit diesen Genüssen versuchen. Dann kennen sie die Wahrheit nicht. Und so soll es auch sein. Aber wenn sie die Wahrheit wüssten, dass wir nur den Frieden suchen. Dann würden sie uns nicht fürchten und wir hätten keinen Einfluss auf sie. Geht. Es ist Zeit, eure Aufgabe fortzusetzen. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen und ein Ausrüstungsstück. Wir sprechen uns wieder, wenn der nächste gefallen ist.